Okay. Ja, dann herzlich willkommen zur letzten Numerik 2 Vorlesung. Ja, ich hatte beim letzten Mal angefangen mit der numerischen Optimierung und euch ein paar Abstiegsverfahren vorgestellt. Ja? Und die hatten noch ganz gute Konvergenzeigenschaften, ne? Vor allem diese Quasi-Newton-Verfahren, von denen ich gesprochen habe. Die haben die Eigenschaft, dass sie unter bestimmten Voraussetzungen Q überlinear konvergieren. Ja, zur Erinnerung, das ist ein bisschen besser als linear und noch nicht ganz so gut wie quadratisch. Anstelle der Konstanten bei der Abschätzung steht da halt eine Nullfolge, ne? Keine festgesetzte Konstante. Deswegen ist das ein bisschen besser als linear und spricht deswegen von überlinearer Konvergenz. Ja. Okay. Diese Verfahren, die haben mich damals, als ich promoviert habe und mein Proposal geschrieben habe, ja, sehr angesprochen. Aber dann habe ich auch festgestellt, dass es wenig Sinn macht, für eine Doktorarbeit ein Proposal zu schreiben. Weil, naja, das sind 4 Jahre Forschung und das kann man nicht planen. Und ich habe mein Proposal tatsächlich über die Quasi-Newton-Verfahren in aller Ausführlichkeit geschrieben und einen Monat später habe ich sie verworfen. Das lag halt daran, dass ich verrauschte Daten hatte. Ja? Und klar, dann sind die von Fehlern behaftet und wenn ich eine Ableitung berechne, dann ist der Fehler je nachdem noch umso größer. Beim Gradienten ging das noch, aber bei der Hesse-Matrix konnte man das komplett vergessen. Ja, und die Quasi-Newton-Verfahren basieren ja auch noch auf Approximationen von Hesse-Matrizen. Und das geht dann ganz in die Hose. Und es liegt halt einfach daran, dass die Eigenschaft der positiven Definitheit halt gar nicht vorausgesetzt werden kann. Ja? So, und eine andere Klasse von Verfahren, die haben es halt besser gebracht, auf jeden Fall. Und das waren die sogenannten, das sind die sogenannten Trust-Region-Verfahren. Die kann man manipulieren, wie man möchte. Ja? Das ist einfach nur eine Klasse an Verfahren. Ich stelle euch jetzt mal den absoluten Klassiker vor. Klar, da kommt natürlich wieder die Hesse-Matrix ins Spiel. Wenn man das nicht will, kann man das auch mit anderen Modellen für die Originalfunktion, die zu optimieren ist, vermeiden. Ja, aber ich stelle euch hier nur den absoluten Klassiker vor. Ja. Der Hauptunterschied zu den Abstiegsverfahren besteht darin, dass das quasi eine integrierte Schrittweitensteuerung schon hat. Ja, bei den Abstiegsverfahren gehen wir hin, geben eine bestimmte Abstiegsrichtung vor, negativer Gradient oder Newton-Abstieg oder was auch immer, und suchen dann erst nach einer effizienten Schrittweite. Ja? Die Trust-Region-Verfahren, die gehen hin und wählen erstmal eine Schrittweite. Ja? Und wenn ich mich jetzt in der aktuellen Iteration XK befinde, ja, betrachte ich einen Ball oder eine Hyperkugel, ja, im R auch N, mit dem Radius Delta K. Ja, also die Schrittweite ist auch abhängig natürlich, wie immer, von der Iteration. Ja, das ist dieser Ball hier. Also der Ball um XK mit Radius Delta K. Ja? Und das nennt man auch Trust Region, zu Deutsch Vertrauensgebiet. Ja? Weil ich sage, diese Region ist so lokal, dass ich ja, da meinem Verfahren vertraue, dass ich da einen vernünftigen Abstieg meiner Funktion vorhersagen kann. So, und innerhalb dieses Balles wird die Funktion, die ich minimieren will, durch eine quadratische Form approximiert. Form bedeutet immer, dass eine Abbildung nach R ist. Ja, also eine quadratische Abbildung vom R auf N nach R. Deswegen Form. Ja? Und ja, da kann man halt rumspielen. Ne? Da gibt es halt gewissen Spielraum, wie man diese, man muss keine quadratische Form nehmen, man kann auch irgendwas anderes nehmen. Ja, man möchte halt nur sicher gehen, dass ich mit Hilfe dieses Ersatzmodells sozusagen, ne, Surrogate heißt das auch auf Englisch, findet man oft in der Literatur, Surrogate Models, ne, dass ich damit einen Abstieg meiner Funktion vorhersagen kann. Ja, ja,
und dann erst, wie gesagt, bestimme ich die Abstiegsrichtung abhängig von der Schrittweite Delta K. Ja, und dann gehe ich, dann brauche ich hier keine Schrittweite mehr vorzuschreiben, dann ist xk plus 1 gleich xk plus dk. Ja, aber das dk ist so gewählt, dass ich den Ball auf keinen Fall verlasse. So, und die Idee besteht jetzt darin, wenn ich jetzt sage, die Abstiegsrichtung ist nicht geeignet, was auch immer das heißt, dann sage ich, mein Vertrauensgebiet war zu groß, ich muss es noch lokaler einschränken. Das heißt, ich verkleinere meine Schrittweite. Und wenn ich sage, das dk war gut, dann kann ich auch ein bisschen Risiko eingehen und sagen, okay, ich vergrößere mein Vertrauensgebiet, um schneller zum Ziel zu kommen. Ne? Ja, aber was bedeutet jetzt geeignet? Und das müssen wir halt jetzt mal mathematisch fassen. Ne? So, das sogenannte Trust-Reading-Teilproblem besteht halt darin, eine geeignete Abstiegsrichtung dk zu finden. Und da gibt es halt mehrere Varianten zu. Ja, im klassischen Fall approximiere ich meine Originalfunktion einfach mit Hilfe einer quadratischen Form, die auf der Taylor-Entwicklung, wie immer, basiert. Ja, und zwar ist das diesmal wirklich die Taylor-Entwicklung im Mehrdimensional. Ja, gucken wir uns das mal an. Also ich entwickle f um den Entwicklungspunkt xk, das war eine aktuelle Iteration. Und dieses dk soll ja meine Abstiegsrichtung sein. Ja, also irgendeine xk plus dk ist dann halt ein Vektor, der etwas von xk entfernt ist. Ne? Das ist quasi das h in unserer normalen Taylor-Entwicklung. Ja? So, und diese quadratische Form, die betrachte ich dann nur noch in Abhängigkeit von dk und schreibe das xk hier als Index da dran. Ne? Also qxk von dk. Ja, ja, dann mache ich mal meine Taylor-Entwicklung bis zur Ordnung 2. Jetzt bin ich hier in die zwei Pünktchen über dem Gleichheitszeichen. Also in zweiter Näherung ist das natürlich klar, f von xk. Plus, so, und jetzt käme ja normalerweise h mal f'. Ne? So, das h, das ist ein Vektor, ne? Differenzenvektor dk. Und ja, die erste Ableitung ist der Gradient. Ja? Das, und was da steht, ist dann das Skalarprodukt aus diesen beiden Vektoren. Ne? So, das eine halb kommt von der 2-Fakultät. Ne? Das überträgt sich. So, und dann haben wir jetzt eine h² mal f2'. F2' ist die Hesse-Matrix. Ja. So, ich will aber natürlich wieder was Skalares raus haben. Ja? Und das h² teile ich auf. Einmal schreibe ich das transponierten Vektor davor, vor die Matrix. Ja, und einmal dahinter. Dann bekomme ich wieder ein Skalar. Ne? Also ist das eine halb dk transponiert mal Hesse-Matrix mal dk. Ja? So, und das Trust-Reading-Teilproblem ist das hier. Ja, ich minimiere diese quadratische Form über dk auf meinem Ball vom Radius Delta K. Ja? Das heißt, die Norm von dk muss kleiner gleich Delta K sein. So, das ist ein restringiertes Minimierungsproblem. Das heißt, das Minimum kann auch am Rand angenommen werden. Und das wird es auch, gerade am Anfang des Verfahrens. Ne? Irgendwann, wenn ich natürlich das Minimum meiner Funktion f in meinem Vertrauensgebiet drin habe, dann hoffe ich, dass das Verfahren dann auch wirklich dieses Minimum findet. Ne? Aber anfangs werde ich das Minimum ja auch gar nicht involvieren in meinen Vertrauensgebieten, dann wird das dieses Minimum erstmal am Rand angenommen. Ja? So, und dieses Minimum muss im Mehrdimensionalen nicht eindeutig sein. Ne? Es kann unendlich viele Minima geben. Ja, so, kommen wir jetzt zu der Frage, wann ist denn meine Approximation gut und wann ist es schlecht? Ja? Dazu betrachte ich dieses Verhältnis hier. Ja? Ich will einen Abstieg von meiner Funktion f vorhersagen. Ja? Wo f von xk minus f von x, k plus 1 minus f von xk. Das soll negativ sein. Ne? Genau. Und das setzt im Verhältnis zu dem Abstieg meiner quadratischen Form. Ne? Qxk von dk minus Qxk von 0 ist beides negativ. Ja? So, Qxk von 0 ist übrigens f von xk. Ja? So, wenn ich jetzt rausbekomme, dass dieses Verhältnis, das kann ich ja berechnen, ne?
kleiner gleich 1 ist, ja, dann wird der Abstieg von der quadratischen Form überschätzt. Ja, also der Abstieg der Funktion selbst ist viel kleiner oder kleiner als der Abstieg meiner quadratischen Form. Das heißt, meine quadratische Form überschätzt den Abstieg. Ja? Dann sage ich, die Abstiegsrichtung war nicht gut geeignet und verkleinere mein Gebiet. Ja? Ansonsten, wenn das größer als 1 ist, ja, dann habe ich einen schönen Abstieg, ne? Und dann nehme ich die Abstiegsrichtung, die ich dann rausgefunden habe. Ja? Genau, das Ganze ist hier nochmal zusammengefasst. Ja? Fall RK kleiner 1 und RK größer gleich 1. Ne? In der Praxis werden dann Schwellenwerte festgelegt. Ja? Also man nimmt eigentlich irgendeinen Schwellenwert Rho 1, der kleiner als 1 ist, und einen Schwellenwert Rho 2. Ja? Wenn das R kleiner als Rho 1 ist, dann sage ich, die Abstiegsrichtung ist schlecht, ich verkleinere mein Gebiet. Wenn sie zwischen Rho 1 und wenn RK zwischen Rho 1 und Rho 2 liegt, dann sage ich, okay, ich nehme sie, vergrößere aber mein Gebiet nicht. Und wenn RK sogar größer als Rho 2 ist und Rho 2 ist eine Konstante größer als 1, dann vergrößere ich auch mein Vertrauensgebiet. Ja? So macht man es dann in der Praxis. Ja. Bei klassischen Truss Vision Verfahren gibt es zwei Möglichkeiten, das Truss Vision Teilproblem zu lösen. Das ist einmal, das ist eigentlich schwammig, was hier steht. Das ist alles approximativ, das sind alles numerische Verfahren. Man nennt das nur so. Einmal durch die Methode des doppelten Hundebeins und einmal exakt. Das ist nicht exakt, man müsste eigentlich nahezu exakt sein. Ja, es ist auch ein numerisches Verfahren, das ist ein Newton-Verfahren, was dahinter steckt. Kommen wir dann gleich zu. Ja? So, bevor wir uns dem nähern, brauchen wir noch eine wichtige Definition. Das ist der sogenannte Cauchy-Punkt, der abhängig von der Schrittweite Delta ist. Ja? So, und ich betrachte jetzt eine Funktion von R nach R, genau vom Intervall 0, 1 nach R, Phi von t, die gegeben ist durch die quadratische Form an der Stelle minus t mal Delta Gradient durch Normgradient. Ja? Ja. Das ist der negative Gradient. Ja? Das heißt, ich gehe hier in Richtung des steilsten Abstiegs. Das ist meine steilste Abstiegsrichtung, die ich ja schon kenne aus der Methode des steilsten Abstiegs. Ja? Das ist das. Ja, und der Cauchy-Punkt, der ist dann gegeben, ja, als dieser Vektor, auf dem, wobei dieses TC, das Argument hier so gewählt ist, dass dieses Phi minimiert wird. Ja? Ja, ich will ja meine quadratische Form minimieren. Ne? Das heißt, ich berechne jetzt einfach meine gewöhnliche Ableitung von Phi Strich an der Stelle TC gleich 0. Oder, ja, das ist nur der Fall, wenn das Minimum wirklich im Innern des Vertrauensgebiets liegt. Ansonsten, wenn es nicht drin liegt, sage ich TC ist gleich 1. Ja? Und dann habe ich als Abstiegsrichtung, ne, den negativen Gradienten mal Delta durch die Norm, ne, also ist die Länge dieses Vektors Delta. Weil die Länge von Gradient F durch Normgradient F gleich 1 ist. Ne? Ja, das heißt, wenn TC gleich 1 ist, lande ich auf dem Rand meines Vertrauensgebiets. Ne? So. Das TC kann man ausrechnen. Ne? Also Ableitung gleich 0 setzen. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber heute mache ich es mal, weil wir eh noch genug Zeit haben. Statt der nächsten ein bisschen Analysis im Mehrdimensionalen, rechnen wir das mal aus. Ja, also zum Cauchy-Punkt. Ja.
So, ich schreibe noch einmal, jetzt ohne die Iteration k. Alpha qx von d, ne, die quadratische Form nochmal hin. Die Waage geben durch f von x plus Gradient Delta, Nabla f von x, d plus 1/2 d transponiert Hesse-Matrix mal d. Ja? So. Um Phi' von t zu bilden, brauche ich den Gradienten von dieser Funktion. Ja. Das ist ein Vektor. Ja, das ist natürlich gleich der Gradient von f von x plus, ja. So, und die Ableitungsregeln, die ich aus dem Eindimensionalen kenne, die übertragen sich direkt ins Mehrdimensionale. Ja? Das heißt, die Ableitung ist ein bisschen verwirrt. Nee, Entschuldigung, Quatsch. Ja, es stimmt, sorry. Nein, das ist ja gar nicht von d abhängig. Die Ableitung von f von x ist 0. Ne? So, der Gradient, der kommt hier raus. Wenn ich das Skalarprodukt nach d ableite, ne? Ich tue so, als wäre es ein normales Produkt. Und Gradient f ist ein Faktor, ja, dann steht hier der Faktor. Ne? Ganz normale Ableitungsregeln, genauso wie die Ableitung von 2d gleich 2 ist. Ne? So, und auch hier tue ich so, als würde jetzt hier d Quadrat stehen. Die Ableitung von d Quadrat ist 2d, die 2 kürze ich weg. Naja, und die Hesse-Matrix ist mir eine Konstante, die muss ich mit dem übrig bleibenden d von links multiplizieren. Ja? Passt, ne? Vektor plus Vektor ist Vektor. Ja? Okay. So, jetzt schreibe ich nochmal das Phi hin. Phi von t war ja qx an der Stelle minus t mal Delta mal Gradient durch Norm Gradient. Ja, nicht gleich, daraus folgt Phi' von t ist gleich, ja, die äußere Ableitung mal die innere. Ne? Genauso wie man das aus der Kettenregel im Eindimensionalen gewohnt ist. Ja? Die äußere Ableitung habe ich gerade berechnet. Ja? Das ist Gradient plus d Quadrat f von x an der Stelle, ja, minus t mal Delta f, Nabla f Delta Nabla f durch Norm Nabla f, ja? Mal die innere Ableitung, mal bedeutet natürlich im mehrdimensionalen Skalarprodukt, ne? So, und die innere Ableitung nach t ist minus Delta Gradient f durch Norm Gradient f, ja? So einfach ist Differenzieren im Mehrdimensionalen. Das überträgt sich alles, man muss halt immer nur sich im Klaren sein, habe ich Vektoren, Skalare oder Matrizen. Und die erste Ableitung von Phi ist eine Funktion von R nach R. Das muss ja eine reelle Zahl sein. Und das Skalarprodukt liefert ihr. Ne? So, der Rest ist nur Rechnen. Ja. Gradient f mal ja, das wäre ja quasi Gradient zum Quadrat, also Normgradient zum Quadrat durch Normgradient. Ich bleibe nur übrig Normgradient. Ne?
Minus Delta muss ich natürlich noch abschreiben, mal Norm Gradient. Wieso habe ich denn das auf einmal? Ja, Minus mal Minus ergibt Plus. Ne? T mal, das kann ich nach vorne schreiben. Hesse-Matrix, achso, Moment, Delta Quadrat kriege ich noch rein. Und dann, Vorsicht, das ist jetzt das Skalarprodukt von D Quadrat F mal Gradient und Gradient, das muss ich wieder so schreiben. Ne, das ist Gradient F transponiert mal Hesse-Matrix mal Gradient. Und unten steht im Nenner Norm des Gradienten zum Quadrat. Ja? So, ich will Phi minimieren, also setze ich das gleich 0 und ich erhalte genau das, was auf der Tafel steht. T ist gleich das rübergeholt und dann dadurch dividiert. Dann steht das im Zähler. Das im Nenner und ich muss auch rechnen, Delta durch Delta Quadrat, das ergibt mir ein Delta im Nenner. Genau, ich muss noch mal diesen Gradient rechnen. Ne? Ja, genau, das ergibt 1 hoch 3 und dann das da abgeschrieben. Ja. Ja, das war's. So, gut, streng genommen müsste ich natürlich jetzt noch gucken, ob es wirklich ein Minimum ist. Das heißt, ich müsste das Vorzeichen der zweiten Ableitung überprüfen. Aber das machen wir jetzt nicht. Ja? So, da haben wir die Formel. Damit die auch nicht jedes Mal vom Himmel fällt. Ne? Natürlich ist das der Cauchy-Punkt. Der Cauchy-Punkt ist, da ist die Funktion Phi ausgewertet an TC. Und TC ist natürlich das Minimum davon und 1. Ne? Wie gesagt, wenn das da größer als 1 ist, dann muss ich TC gleich 1 wählen, damit ich mein Vertrauensgebiet nicht verlasse. Ja? Ja, dann schauen wir uns mal die Methode des doppelten Rundebeins an, was auch immer das sein mag. So, der Cauchy-Punkt, hatte ich ja gesagt, der zeigt in Richtung des negativen Gradienten. Er garantiert damit einen Abstieg, aber mit diesem Abstieg geben wir uns natürlich nicht zufrieden. Ne? Man ist an einer besseren Lösung interessiert, weil wir haben ja schon festgestellt, dass die Methode des steilsten Abstiegs nicht besonders gut konvergiert. Also wollen wir eigentlich den Cauchy-Punkt nicht nehmen. Ne? So, wir betrachten jetzt zusätzlich noch die Newton-Richtung. Ne, das war minus die Inverse der Hesse-Matrix mal Gradient. So, man kann jetzt zeigen, dass das quadratische Modell Q entlang dieses Pfades hier monoton fällt. Ich meine da gleich auch ein Bildschirm zu. Ne? So, die Schlange von T ist definiert als T mal DC, das ist ein Vielfaches der Cauchy-Richtung, der Richtung des steilsten Abstiegs. Für 0 kleiner gleich T kleiner gleich 1 und für 1 kleiner gleich T kleiner gleich 2 haben wir hier eine Linearkombination. Genau gesagt eine Konvexkombination, weil ich will ja mein Gebiet nicht verlassen. Zwischen der Newton-Richtung und der Cauchy-Richtung. Ja? So. Das mit der Newton-Richtung macht aber nur dann Sinn, wenn die Hesse-Matrix positiv definiert ist. Wieder dasselbe Problem wie bisher. Ja? Wenn sie das nicht ist, kann ich aber in dem Fall einfach die Cauchy-Richtung nehmen. Ist natürlich nicht befriedigend, dann bin ich ja wieder bei der Methode des steilsten Abstiegs. Ja? Wenn die Hesse-Matrix aber positiv definiert ist,
und die Newton-Richtung verlässt mein Vertrauensgebiet nicht, dann nehme ich die als Richtung. Ne, weil ich weiß, das Newton-Verfahren konvergiert quadratisch. Wenn diese Richtung aber, wenn ich in die Richtung gehe, mein Vertrauensgebiet verlasse, dann bestimme ich die Abstiegsrichtung aus dieser Linearkombination. Und zwar, das ist ja eine Strecke, ne? Also das ist dann der Schnittpunkt, der sich dann ergibt als Vektor, der Ortsvektor des Schnittpunktes zwischen dieser Strecke und dem Kreis, ne? Dem Vertrauensgebiet. Ja? So, und man löst dann diese Gleichung, ne? Man macht das Ganze quadratisch, damit die Wurzeln da nicht drin sind. Ne? Das heißt, dieser Pfad, die Norm dieses Vektors, der sich da ergibt, muss gleich Delta sein. Ne? So, jetzt kommen wir zu dem Bildchen. So, fragt mich nicht, warum das doppeltes Hundebein heißt. Also ich sehe da kein doppeltes Hundebein. Keine Ahnung, wer sich das überlegt hat. Hast du eine Ahnung? Keine Ahnung, was der Mensch genommen hat. Also, es gibt auch das einfache Hundebein. Das sehe ich auch kein einfaches. Weder ein einfaches noch ein doppeltes Hundebein. Gut, das hat natürlich was mit den zwei Richtungen zu tun, aber warum Hundebein? Keine Ahnung. Okay. Genau, also hier haben wir jetzt die Cauchy-Richtung. Die ist jetzt so gezeichnet, dass die. Die ist natürlich so gewählt, weil ich ja dabei durch die Norm des Gradienten dividiere, dass ich meinen Kreis nicht verlasse. Ne? So, hier ist die Newton-Richtung, die verlässt jetzt aber meinen Kreis. Und dann nehme ich diese Linearkombination, ne, das ergibt mir diese Strecke und der Schnittpunkt von dieser Strecke der definiert jetzt diesen Ortsvektor und das ist jetzt meine neue Richtung D-Stern, die ich verwende. Ne? Und wie gesagt, man kann zeigen, dass das Q, die quadratische Funktion, die hier drüber liegt, entlang dieses Pfades monoton fällt. Ja? Das heißt, das D-Stern ist auf jeden Fall eine Abstiegsrichtung. Ja, aber auch hier haben wir wieder das Problem, wenn die Hesse-Matrix nicht positiv definiert ist, dann hat dieses Verfahren keinen Mehrwert. Ja, weil ich dann eh nur die Cauchy-Richtung nehme, dann ist das äquivalent zur Methode des steilsten Abstiegs. Ne? Damit habe ich nichts gewonnen. So, ich will jetzt wirklich mal ein bisschen weg von dieser Voraussetzung, dass die Hesse-Matrix positiv definiert ist. Ja? Am besten wäre es, wenn ich eigentlich gar nichts mehr mit der Hesse-Matrix zu tun hätte, weil die Berechnung ist, oder auch Approximation kann sehr aufwendig sein und bei verrauschten Daten auch absolut inexakt. Ne? Da kann ich keine zweite Ableitung nehmen. Das heißt, da muss ich mir Gedanken machen, wie ich das quadratische Modell geschickter wähle, ne? Also ohne Ableitungsinformation von f. Ja? Das geht auch. Ne? Aber egal. Ne? Wie gesagt, wir bleiben jetzt hier nur bei dem Klassiker. Es gibt jetzt noch eine andere Variante für den Fall, dass die Hesse-Matrix nicht positiv definiert ist. Ja, das ist so nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Wenn sie halt nicht positiv definiert ist, dann mache ich sie positiv definiert. Ja, wie kriege ich das hin? Also ich verwende jetzt erstmal ein paar Abkürzungen der Notation. G ist der Gradient und B ist die Hesse-Matrix oder eine Approximation von der Hesse-Matrix. Und Lambda ist größer gleich 0. Ja? So, jetzt gibt es den Satz von Karusch, Kuhn, Tucker. Da gehe ich jetzt in dieser Veranstaltung nicht näher drauf ein. Dieser Satz bezieht sich auf Optimierungsprobleme mit Nebenbedingungen. Und zwar mit sowohl Gleichheitsnebenbedingungen als auch Ungleichheitsnebenbedingungen. Ja?
Und wir haben ja hier eine Ungleichheitsnebenbedingung, ne? Delta K, Entschuldigung, Norm DK ist kleiner gleich Delta K. Ne? So, und nach diesem Satz gibt es genau dann eine Lösung des Teilproblems, wenn diese beiden Gleichungen erfüllt sind. So, was bedeuten diese Gleichungen? Ich sage nur, was sie bedeuten. Dieses Lambda ist ein sogenannter Lagrange-Parameter. Das hatte ich ja ganz am letzten Mal eingeführt, ne, die Lagrange-Funktion bei Optimierungsproblemen mit Gleichheitsnebenbedingungen. Ne? Auch für Ungleichheitsnebenbedingungen führt man solche Lagrange-Parameter ein. Wenn jetzt eine Lösung im Innern existiert, dann brauche ich den Lagrange-Parameter nicht, dann ist der 0. Ja? Das heißt, dann ist diese Gleichung nicht von Belang. Und hier steht nur BD Stern gleich minus G. Und das ist die normale Lösung im Inneren. Ne? Wenn der nicht 0 ist, dann wird das Minimum am Rand angenommen. Dann spielt die Gleichung eine Rolle. Dann ist nämlich, steht hier, was ungleich 0 ist, dann muss das hier 0 sein. Das heißt, Norm D Stern muss Delta sein. Ne? Und hier steht dann was anderes als B. Ne? So, und ich wähle das Lambda jetzt so. Wenn B nicht positiv definiert ist, dann mache ich es positiv definiert. Also ich wähle Lambda so, dass B plus Lambda I positiv definiert ist. Ja. Und das mache ich folgendermaßen. Das funktioniert. Das ist jetzt das, was ich so nahezu exakte Lösung des Teilproblems bezeichne. Es ist ein Newton-Verfahren, es ist kein exaktes Verfahren. Deswegen steht hier auch nahezu exakt. Gut. Sollte ich vielleicht auf der anderen Folie auch noch ändern. Okay, so. Ja, das ist auch der letzte Teil dieser Veranstaltung, der Beweis dieses Satzes. Weil da möchte ich jetzt wirklich doch schon mal was näher darauf eingehen, dass das wirklich funktioniert. Und dass da auch nicht alles immer vom Himmel fällt. Ne? Weil das ist ein schönes Verfahren, was wirklich auf verschiedenen Theorien basiert, ne? Lagrange-Ansätze. Satz von Karusch-Kuhn-Tucker und so weiter. Und diese ganzen Theorien, ne, die machen Sinn, weil nur weil es diese Theorien gibt, kriege ich so ein, sag ich mal, relativ einfaches Verfahren. Das ist eine Art Newton-Verfahren. Mehr ist das nicht. Ne? Aber das liefert mir die ganze Theorie. Ja? So. Ich betrachte jetzt eine Matrix, die nenne ich Groß-Lambda. Das ist ein großes Lambda. Das ist die Diagonalmatrix, auf den Diagonalen irgendwelche Lambdas stehen. Ja? Und diese Lambdas sollen die Eigenwerte von B sein. So, B ist symmetrisch als Hesse-Matrix. Oder auch jede Approximation der Hesse-Matrix sollte symmetrisch sein. Das heißt, B ist diagonalisierbar. Und ich kann schreiben, B ist gleich Q mal Lambda mal Q transponiert. Q ist eine orthogonale Matrix, aus deren Spalten die Eigenvektoren Q1 bis Qn bestehen. Ja? Delta größer 0 ist die Schrittweite, die Lambdas sind sortiert, die Eigenwerte, Lambda 1 ist der kleinste. Und ich muss jetzt Lambda 0 größer 0 so wählen, dass B plus Lambda 0 mal I positiv definiert ist. Ja? Wie kriege ich das hin? Indem ich das einfach größer als minus Lambda 1 wähle. Ja? Wenn alle Lambdas positiv sind, dann ist die Matrix eh positiv definiert. Ja? Wenn 1 negativ ist, und Lambda 1 ist ja das kleinste, ja, dann ist das Lambda 1 quasi am negativsten. Ne? Minus Lambda 1 ist dann dementsprechend sehr, sag ich mal, sehr positiv. Ja? Und wenn ich das Lambda größer als minus Lambda 1 wähle, das minus Lambda 1 ist dann positiv, ja, dann überschreitet das ja die Beträge aller anderen Eigenvektoren. Ne? Und dann ist B plus Lambda 0 mal I auch auf jeden Fall positiv definiert, wenn ich es minus größer als minus Lambda 1 bin. Ja? So, wenn angenommen B ist indefinit, ne? Das heißt, es gibt so einen negativen Eigenwert, ne? Dann habe ich ja genau dieses Problem. So, und dann wird es halt erst interessant. Ne? Und dann betrachte ich jetzt mal
OBDA, sage ich jetzt mal, das Skalarprodukt von Q1 und den Gradienten soll ungleich 0 sein. Warum kann ich das machen? Es kann nicht sein, dass alle Eigenvektoren auf G senkrecht stehen. Das geht nicht. Ja? Die stehen ja selber aufeinander senkrecht. Und der einzige Vektor, der auf diesem Orthogonalsystem senkrecht stehen würde, wäre der Nullvektor. So, wenn G aber der Nullvektor ist, dann habe ich schon gewonnen. Dann habe ich mein Minimierungsproblem gelöst. Ne? Dann ist der Gradient gleich 0, ich bin fertig. Also kann ich hier behaupten, dass dieses Skalarprodukt ungleich 0 ist. Ja? So, dann bekomme ich eine Folge D von Lambda L. Wie sieht die aus? Ne? Ich nehme mal eine Folie zurück. Da muss ich die Gleichung nach D auflösen. Dann bekomme ich minus mal die Inverse von B plus Lambda I mal G. Ne? Das ist dann D von Lambda. Ja, D von Lambda L genauer gesagt. Das liefert mir eine Folge, eine Iterationsvorschrift. Und das ist diese Newton-ähnliche Folge. Lambda L plus 1, Lambda L plus, ich lese erstmal vor, Norm PL minus Delta durch Delta mal Norm PL durch Norm QL in Klammer zum Quadrat. So, was bedeuten diese Symbole alle? Achso, diese Folge konvergiert natürlich dann gegen die eindeutig bestimmte Lösung des Truss-Vision-Teilproblems. Ja. Dabei ist sichergestellt, dass alle Matrizen innerhalb dieses Iterationsverfahrens B plus Lambda L mal I positiv definiert sind. Und somit sind sie auch Cholesky zerlegbar. Ne? Gut, wer Numerik 1 nicht gehört hat, hat das jetzt noch nie gehört. Ich sage einfach mal, kann mal ganz leicht sagen, ich kann das zerlegen in ein Produkt R transponiert mal R, wobei R eine obere Dreiecksmatrix ist. Und R transponiert ist dann eine untere Dreiecksmatrix. Ja? Das heißt Cholesky zerlegbar. Ja. So, das PL ist jetzt die Lösung. Aus R transponiert RPL gleich minus G. Und das QL ist die Lösung von R transponiert QL gleich PL. Ja? Durch die Cholesky-Zerlegung kann ich halt ein Gleichungssystem sehr schnell lösen. Ne? Also wenn ich einmal eine Cholesky-Zerlegung gemacht habe, gilt auch für LR-Zerlegung. Die habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ja, dann kann ich, wenn ich so eine Zerlegung einmal habe, kann ich Gleichungssysteme sehr einfach lösen. Das geht zum Beispiel nur durch Vorwärtseinsetzen. Ja, damit habe ich alles. Damit muss ich in jedem Schritt Gleichungssysteme lösen, aber einfache Gleichungssysteme. Und ich habe ein tolles Verfahren gefunden, das hoffentlich gegen die eindeutig bestimmte Lösung des Truss-Vision Teilproblems konvergiert. Ja? Okay, ja, und dann beweise ich dir noch den Satz und dann sind wir durch. Viel Rechnerei. Beweis von Satz 11.8. Mit viel Ableitung. So, das hatten wir alles schon, bla bla bla. Also, ich will ja das B plus Lambda I, ich sage das einfach erstmal nur mal Lambda. Bei Lambda 0 wähle ich ja so, dass das positiv definiert ist. Und dann sehen wir mal weiter. So, das soll positiv definiert sein, damit ist es auch invertierbar. Ne? Wenn alle Eigenwerte ungleich 0 sind, das bedeutet ja positive Definiertheit.
dann ist die Matrix invertierbar. So. Es gilt auf jeden Fall die folgende Eigenwertzerlegung. B plus Lambda mal I. Was hat diese Matrix für Eigenwerte? Naja, ich muss jeden Eigenwert von B mit Lambda plus Lambda rechnen. Die Eigenvektoren sind dieselben. Das ist also Q mal, das Großlambda war ja die Matrix, wo alle Eigenwerte von B auf der Diagonalen stehen. Ja. Und auf die muss ich Lambda addieren. Und dann habe ich diese Darstellung. So, und jetzt invertiere ich das. Das darf ich ja, wie gesagt. So, jetzt muss ich mit der Reihenfolge aufpassen. Von rechts nach links, ne? Q transponiert. Invertiere das Q selbst, Q ist ja orthogonal. Dann steht hier Lambda plus Groß Lambda plus Klein Lambda I hoch minus 1. Das ist die Diagonalmatrix, wo die ganzen Kehrwerte auf den Diagonalen stehen. Jetzt brauchen wir noch die Inverse von Q und die ist Q transponiert. Gut. So, da gucken wir uns mal das D von Lambda an. Das soll ja unsere Folge sein später. Also hier setzen wir diese Newton-Folge ein. Und D von Lambda soll ja die Abstiegsrichtung sein, die wir wollen. Ja, das ist nach dieser KKT-Bedingung minus B plus Lambda I hoch minus 1 mal G. So. Ja, das ist natürlich, dann setze ich das ein, minus Q mal Groß Lambda plus Klein Lambda I hoch minus 1, Q transponiert mal I. Ja? So, jetzt löse ich das mal, drösel ich das mal komponentenweise auf. So, das ist minus eine Summe. Ja, es ist eigentlich eine Doppelsumme, weil ich ja hier zwei Matrizen habe. So, aber die Eigenvektoren stehen ja orthogonal zueinander. Ne? Das heißt, ich bilde hier immer Eigenvektoren, also Skalarprodukte von einem Eigenvektor mit einem anderen. Und wenn die ungleich sind, die Eigenvektoren, ist das Skalarprodukt 0. Ne? Das heißt, ich habe nur noch eine Summe, keine doppelte Summe. Ich habe nur noch, was habe ich jetzt? 1 plus n? Ne? Ja. Eine Summe über j, wobei nur dieselben Eigenvektoren vorkommen. Ja, was mache ich jetzt noch? Ich bilde Skalarprodukte von den Eigenvektoren qj, ne? Die stehen ja hier als Zeilen drin, in q transponiert und g, ja. Dann noch mal qj. Das steht dann dahinter. Ne? So, und hier habe ich ja gesagt, stehen die Kehrwerte der Eigenwerte. Die Eigenwerte sind ja Lambda J, das sollen die Eigenvektoren, die Eigenwerte ja von B sein, plus Lambda. Ja? Ne? So, und wenn ich Lambda größer als minus 1 wähle, minus Lambda 1 wähle, das ist ja der, war ja der kleinste Eigenwert, dann weiß ich auch, für alle j gleich 1 bis n ist das, was unter dem Bruchstrich steht, also Lambda j plus Lambda positiv. Hm? Ja, weil Lambda ja auch dann größer als alle minus Lambda j sind. Hm? Gut. So, dann so, brauche ich jetzt die Quadrierung wirklich an dieser Stelle oder brauche ich die später? Auch die Quadrierung später. Weil das verwirrt jetzt hier an der Stelle nur.
Ja, machen wir die auch da, wo wir sie brauchen und nicht hier. Okay. Ich muss gleich die Norm davon quadrieren, aber das gehört jetzt nicht an diese Stelle. So, bilden wir mal jetzt den Grenzwert für Lambda gegen unendlich. Von d von Lambda. Ja? Ja, Lambda steht im Nenner, also ist das sicherlich 0. Ne? So, dann bilden wir mal den Grenzwert für Lambda gegen minus Lambda 1 von d von Lambda. Naja, dann konvergiert der Nenner gegen 0. Achso, die Norm, Entschuldigung. Ja, das ist auch völlig egal, ob ich das doch von den Normen gesagt habe. Wichtig ist, dass die Norm dann gegen Plus unendlich konvergiert. Sonst wüsste man das sowas sagen nicht. Ne? So, das könnt ihr auf jeden Fall jetzt hier schon mal. Auf jeden Fall jetzt schon schließen, ohne das Quadrat zu bilden. So, weil da kann ich nämlich hier direkt in meiner Argumentation weitermachen. So, d von Lambda ist sicherlich eine stetige Funktion, ist also was Lineares in Lambda. Naja, invertiert noch, aber das ist auf jeden Fall stetig. Die Norm ist stetig, also ist auch Norm d von Lambda stetig. Ja, dann kann ich den Zwischenwertsatz verwenden. Und jedes Element zwischen 0 und unendlich wird angenommen. Hm? Ja. Insbesondere auch Delta, weil wir wollen ja Norm d von Lambda gleich Delta haben. Ja. Ja. Also es existiert eine eindeutige Lösung Lambda Stern mit Norm d von Lambda Stern gleich Delta. Ja, damit habe ich die Existenz. Achso, warum eindeutig? Da brauche ich noch das, ja. Ach, jetzt bräuchte ich doch das Quadrat, ja. Ja, ich brauche das Quadrat jetzt jedoch, und zwar für das Monotonie-Argument. Ja, eindeutig, weil es ist streng monoton verhalten. Zwischen minus Lambda 1 unendlich. So, dafür muss ich jetzt das aber quadrieren. Ich lasse das mal stehen. Zwischenwertsatzargumentation lasse ich auch stehen. Ja, das war d von Lambda. So, und jetzt bilden wir mal Norm d von Lambda zum Quadrat. Ja? So, was ist die Norm zum Quadrat? Das ist das Skalarprodukt eines Vektors mit sich selbst. Ne? Die Norm ist ja die Wurzel eines Skalarprodukts eines Vektors mit sich selbst. Also müssen wir diesen Vektor einfach hier mit sich selbst multiplizieren. So, und hier nutzen wir wieder aus, dass die Eigenvektoren ein Orthonormalsystem bilden. Ne? Ich bekomme hier eine Doppelsumme rein, für i ungleich j ist das Skalarprodukt 0 und für i gleich j ist das Skalarprodukt 1 und alle anderen Terme bekomme ich nur noch durch Quadrieren. Also die Summe von j gleich 1 plus n über das Skalarprodukt qj, g Quadrat durch Lambda j plus Lambda zum Quadrat. Ja, genau. Ja, so, das sehen wir jetzt. Diese Funktion ist streng monoton fallend. Sie ist sogar streng konvex. Sogar, schreibe ich zusammen, streng konvex.
auf dem offenen Intervall minus Lambda 1 bis unendlich. Ja? So. Okay, dann kann ich das jetzt auch wegwischen. So, und jetzt haben wir dann die Zwischenwertsatzargumentation mit Hilfe dieser Grenzwerte. So, und das heißt, das Ganze sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich habe hier, sagen wir mal, minus Lambda 1. Ne? Und ich suche ja eine Nullstelle. So läuft die Funktion, ne? Geht gegen 0. Die ist schön monoton fallend. Ja? Unkonvex. So, und ich suche den Wert, wo die Funktion Delta angibt. Ja? Ja. Das heißt, ich betrachte diese Funktion, d von Lambda minus Delta. Ich betrachte noch eine andere Funktion. Ich betrachte diese hier. Phi von Lambda gleich 1 durch Delta minus 1 durch Norm D von Lambda. Die bleibt streng konvex und streng monoton fallend. Also Phi ist auch streng konvex und streng monoton fallend. So. Wie gesagt, jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass diese Newton-Iteration da funktioniert. Warum ist das eine Newton-Iteration? Naja, das zeigen wir jetzt. Ne? So, auch für die, die Numerik 1 nicht gehört haben, ein Newton-Verfahren ist ein iteratives Verfahren zur approximativen Bestimmung von Nullstellen von Funktionen. Ja? Und wenn die Funktion so schön streng konvex und streng monoton fallend ist wie hier, dann kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass das Newton-Verfahren sehr schön konvergieren wird. Ja? Zur Erinnerung, oder für all die, die es noch nicht wissen, Newton-Verfahren funktioniert so: angenommen, ich suche eine Nullstelle, ja, dann nehme ich einen Startwert x0, gehe an die Funktion dran, bestimme die Tangente, dann die Nullstelle der Tangente, ist meine nächste Näherung und so weiter, wieder Tangente, sodass ich durch die Tangenten Nullstellen immer näher an meine eigentliche Nullstelle kommen. Ne? Das war das Newton-Verfahren. Ja, und das wird hier super funktionieren. Ja, und gucken wir uns das mal an. Müssen noch zeigen, dass die Newton-Vorschrift mit der Iterationsvorschrift, die auf der Folie steht, übereinstimmt. Ja? Ach so, eine Sache noch. Ich habe ja noch behauptet, dreisterweise, dass alle Iterationsmatrizen B plus Lambda L mal I positiv definiert sind. Naja, warum ist das so? Ja, auch Argumentation des Newton-Verfahrens. Also schreiben wir es mal auf. Newton-Verfahren wird konvergieren. Mit, also und bei alle Iterationen, also für alle L wird jetzt gelten, dass Lambda L in dem halboffenen Intervall minus Lambda 1 bis Lambda Stern, ne? Also die Konvergierung von links gegen Lambda Stern, ne? Kommen dem immer näher, weil diese Funktion halt diese schöne Gestalt hat. Ja? Gut. Das heißt, alle Lambda Ls bleiben größer als minus Lambda L, das heißt, auch B plus Lambda L mal I bleibt positiv definiert. Ne? Das heißt, ich habe in meinem ganzen Verfahren nur positiv definierte Matrizen.
Ja. Dann gucken wir uns mal dieses Newton-Verfahren ein bisschen näher an. Zwischenergebnis, Newton-Verfahren wird konvergieren. Ich schreibe nochmal die Iterationsvorschrift hin. Die Iterationsvorschrift eines Newton-Verfahrens. Also ich will ja das Phi von Lambda gleich 0 setzen. Ne? Ich will die Nullstelle von diesem Phi bestimmen, was da eben an der Tafel stand. Ne? Und die Iterationsvorschrift lautet Lambda n plus 1 gleich Lambda L minus Phi von Lambda L durch Phi Strich von Lambda L. Ja? So, die Funktion ist differenzierbar. Also existiert Phi Strich, kein Problem. Ne? So, jetzt muss ich noch zeigen, dass dieser Term minus Phi durch Phi Strich gleich dem ist, was auf der Folie steht. Das ist jetzt noch eine Rechnung. Ja, also minus Phi von Lambda L durch Phi Strich von Lambda L. So, also Phi war 1 durch Delta minus 1 durch Norm D von Lambda L. Das ist so klein geworden, sorry, ich hoffe, man kann es erkennen. D von Lambda L in der Norm. Ne? Ja, und das wieder ableiten. Ne? So, 1 durch Delta ist eine Konstante. Die Ableitung von 1 durch x war minus 1 durch x Quadrat, aber steht ein Minuszeichen davor, das heißt, das fällt weg. Also 1 durch Norm d von L Quadrat mal die innere Ableitung. So, wie bestimme ich die innere Ableitung? So, eine Norm war eine Wurzel. Die äußere Ableitung der Wurzel, also die Ableitung der Wurzelfunktion ist 1 durch 2 mal die Wurzel. Also wird die äußere Ableitung sein 1 durch 2 mal die Norm. So, die innere Ableitung, naja, was steht innerhalb der Wurzel? Innerhalb der Wurzel steht die Norm zum Quadrat. Ne? So, die Norm zum Quadrat hatten wir eben eine Formel für. Ja, das war, ich schreibe es nochmal hin, Norm d von Lambda zum Quadrat war minus die Summe von j gleich 1 bis n über Skalarprodukt qj, g Quadrat durch Lambda j plus Lambda hoch 3. Ja? Und auch das können wir wieder ganz einfach ableiten, die Ableitung von 2. Jetzt von hoch 3. Ja, die Ableitung von minus 1 durch Lambda x Quadrat, von minus 1 durch x Quadrat ist 2 durch x hoch 3. Okay, jetzt habe ich also das Minus. Nein, hier kommt kein Minuszeichen. Jetzt kommt ein Minuszeichen hin. Summe j gleich 1 bis n, die Ableitung davon ist minus 2. Das ist eine Konstante, die im Zähler steht, die schreibe ich ab. Und der Nenner, Lambda j, jetzt muss ich hier Lambda hoch l schreiben, hoch 3. So. So, ich nehme jetzt mal etwas vorweg. Das zeige ich gleich.
Okay, minus minus 70 weg. Den Zähler schreibe ich ab. So, hier bekomme ich die 2 plopsig weg. Ne? Hier bekomme ich ein 1 durch Norm D von Lambda L hoch 3. Mal, so, und ich behaupte, dass das, was jetzt noch übrig bleibt, einfach nur Norm QL Quadrat ist. Das zeige ich gleich noch, den Schritt von da nach da. Ist auch nur einsetzen, mit QL, wie es auf der Folie definiert ist. Ne? So, dann, so, das PL, das war die Lösung von R transponiert R, PL gleich G. Ja? Aber R transponiert R war ja die Cholesky-Zerlegung von B plus Lambda I. Ne? Ja? Ja. Viel Schreiberei, die so beweist. So, das heißt, das PL ist gleich dem D. P plus Lambda I mal D war ja G. Ne? Das heißt, das Norm D ist gleich Norm PL. Dafür kann ich Norm, also PL ist gleich D von Lambda hoch L. Ne? So, dann, was mache ich jetzt hier? Ich erweitere mit Norm PL hoch 3. Dann steht da Norm PL hoch 3 durch Delta. Hier bleibt nur dann übrig Norm PL Quadrat. Und unten kürzt es sich weg und es bleibt nur noch übrig Norm QL Quadrat. Das heißt, es bleibt übrig, wenn ich jetzt Norm PL durch Norm QL zum Quadrat ausklammere, bleibt hier ein Norm PL übrig, minus, und das Delta hole ich in den Nenner, dann muss ich hier mit Delta multiplizieren. So. Das stimmt. Ne? Denk mal einen Moment drüber nach. Das ist nur Bruchrechnung. Das passt. So. Jo, die einzige offene Lücke, die wir noch haben, ist die da. Ich zeige wirklich das. Also was muss denn Norm QL Quadrat sein? Was bleibt denn jetzt hier noch übrig? Die 2 habe ich weggekürzt, das habe ich verarbeitet. Minuszeichen hebt es sich weg, also muss ja Norm QL Quadrat einfach diese Summe sein über das Skalarprodukt QJG Quadrat durch Lambda J plus Lambda L hoch 3. Ne? Das muss ja irgendwie Norm QL Quadrat sein. Ja, dann schauen wir uns das mal an. Das ist nicht so viel. So, das ist jetzt ein bisschen lineare Algebra, die wir jetzt brauchen. Also, Norm QL Quadrat, das würde ich ausrechnen. So, wie war QL definiert? Folie R transponiert. QL ist PL. Ja? Dann ist das Ganze nach QL aufgelöst, ist das ja R hoch minus transponiert PL. So, was ist das? Das ist das Skalarprodukt von R hoch minus transponiert PL mit sich selbst. So, und das ist nichts anderes, das muss ich alles rumdrehen, das ist PL transponiert, R hoch minus transponiert, transponiert, da gibt R hoch minus 1 mal R hoch minus, minus T PL. Das klammere ich zusammen,
PL mal, das ist R transponiert mal R hoch minus 1 PL. Kontrolle, Klammer wieder auflösen, umdrehen. R hoch minus 1 mal R hoch minus transponiert passt. So, ja, aber R transponiert R war ja die Cholesky-Zerlegung von B plus Lambda I, also setze ich das jetzt dafür wieder ein. Ja. So, und jetzt, was war nochmal PL? PL hatten wir ja gesagt, war ja D von Lambda L. Ne? So. Das heißt, wenn ich das aufdrösele, also als Summe schreiben will, dieses Produkt aus Vektoren und Matrizen, hier fehlt überall antransponiert, dann werden sich Quadrate bilden. Ja? So, und zwar Norm d von Lambda L Quadrat wird dann wieder auftauchen. Das hatten wir ja schon. Das war die Summe von J gleich 1 bis N über Skalarprodukt QJG Quadrat durch Lambda J hoch L plus Lambda L Quadrat. Ja, das ist dieser Teil. So, und das liefert mir jetzt noch einen Eigenwert-Kehrwert, also 1 durch Lambda J plus Lambda. Oh, das macht mir hier 1 hoch 3. Ja? Und das ist genau die Lücke, die wir schließen wollen. Ja? Ja, okay, das war das kleine bisschen, was ich euch so zu Numerik erzählen wollte. Ja, damit sind wir durch. Ja, vielleicht noch ein kleines bisschen Werbung. Also, wie gesagt, ich habe mich ja viel mit dieser numerischen Optimierung beschäftigt und im Gegensatz zur numerischen Integration ist das also noch lange nicht ausgeforscht. Also man kann sich da wirklich noch sehr viel rumtoben. Ja, also ich bin ja auch immer noch zumindest im Fachbereich 3 ja verbunden. Ja, ich sitze da ja auch noch und wir machen ja Kraftfeldoptimierung für molekulare Simulationen. Das heißt, wir stellen Kraftfeldparameter so ein, dass Simulationen und möglichst gut experimentelle Werte wiedergeben für irgendwelche Stoffdaten. Und ja, da bestimmt spielt halt die numerische Optimierung eine große Rolle und man kann da unheimlich viel machen, nicht nur was die Anwendungen anbelangt, auch was die Algorithmen anbelangt, ne, da kann man so viel noch machen. Wir hatten jetzt letztens eine sehr erfolgreiche Masterarbeit, Zusammenarbeit mit Alex Asteroth auch, der macht ja auch sehr viel im Bereich globaler Optimierung und das haben wir jetzt auch mal versucht, erfolgreich versucht darauf anzuwenden. Ja, dann läuft sogar noch eine Doktorarbeit, da geht es aber eher um den Anwendungsbereich. Ja, also wer Interesse hat für Masterarbeiten in diesem Bereich oder auch später Doktorarbeiten, da sind tatsächlich auch noch Doktorarbeiten zu vergeben. Das muss natürlich immer in Kooperation mit der Uni geschehen, ne? Ist aber alles denkbar. Also wer da Interesse hat oder auch einfach nur dran zu arbeiten, ne, als WAK oder so, kann mir gerne Bescheid sagen, ja, und alles Weitere kann ich dann auch dann in die Wege leiten. Ja, gut, die Veranstaltung war ja online jetzt. Ne? Ich hoffe, dass es irgendwie gepasst hat, ja, dass diese Videos auf jeden Fall dazu beitragen, auch dass ihr euch gut auf die Prüfung vorbereiten könnt. Wie gesagt, ansonsten sagt mir auch gerne Bescheid, wenn irgendwas ist. Ja, in den nächsten 2 Wochen habe ich ja Münchner Prüfung, da werde ich ja viele von euch sowieso wiedersehen in Numerik 1. Und danach bin ich wohl 3 Wochen in Urlaub, aber ab Mitte August bin ich wieder da. Könnt gerne in meine Sprechstunde kommen, wenn irgendwas ist, oder mich per E-Mail kontaktieren. Ja? Gut, die Evaluation hat bis jetzt nur einer was reingeschrieben. Ja, zur Übung. Ne?
klar. Die Übungen, die Übungsaufgaben waren nicht ohne, ganz klar. Und naja, wir sind natürlich auch im März genauso wie ihr überrumpelt worden. Ne? Also es hieß jetzt Online-Semester. Ne? Und ich war echt froh und dankbar, dass der Peter, ne, das war echt Glückssache, dass er sich vor 3 Jahren oder was so ein Equipment schon mal bestellt hatte. Das heißt, das war jetzt da. Ansonsten von der Hochschule hätten wir nämlich nichts aufhaltend bekommen. Ich habe mich überall erkundigt. Service Point, Video Lab, die waren alle im Homeoffice und haben keine Geräte zur Verfügung gestellt. Das heißt, das war sowieso ein absoluter Glücksfall, dass wir das so realisieren konnten. Das haben wir gesagt, naja, Übungen im Masterwahlpflichtfach, wenn wir das auch noch filmen, das wäre ein bisschen Overkill. Ne? Das haben wir jetzt nicht gemacht. Gut, was ich gemacht hätte machen sollen, auf jeden Fall, ich hätte euch ein paar Tipps zum Übungsblatt gegeben. Aber was mich aber auch gewundert hat, muss ich auch sagen, ist, dass sich keiner im Laufe des Semesters mal bei mir gemeldet hat. Ne? Und ne, diese Vorschläge hättet ihr von Anfang an auch gerne machen können, ne? Wäre ich auch bereit zu gewesen. Ne? Jetzt ist es zu spät dafür. Ich habe ja in den Vorlesungen immer mal wieder gesagt, welche Übungsaufgaben wichtig sind. Also guckt euch die Übungsaufgaben an, ich lade ja Musterlösungen hoch. Ne? Die Aussagen sind wichtig, ne? Auch prüfungsrelevant, klar, ne? Übungen gehören immer dazu. Natürlich werde ich in der Prüfung niemals verlangen, dass ihr eine Taylor-Reihe entwickelt, dann ist die Zeit rum. Das ist ganz klar. Ne? Das werdet ihr nicht machen müssen. Ja, und alles andere. Ne? Guckt euch auch die Programme an, lasst sie laufen, ändert den Input. Aber sowas kommt in der Prüfung immer gut an. Ich habe mir das Verfahren angeguckt, das und das herausgefunden. Wenn ich das und das eingebe, passiert das und das. Das gibt immer Pluspunkte. Ne? Ja, ansonsten, klar. Ne? Übungen habe ich nicht vorgerechnet. Selbstverständlich. Was wir nicht hoffen, wenn es so weitergehen sollte, sollte uns Corona doch noch begleiten und wir werden die nächsten Semester auch online machen, dann, ja, dann werden wir uns natürlich auch Gedanken machen, was machen wir mit den Übungen, klar. Ne? Aber wir hoffen ja alle, dass es eine Ausnahme war und dass es bald auch wieder normal weitergeht. Ja, ja, zu den Prüfungen, die finden natürlich im zweiten Prüfungszeitraum statt, September, Oktober. Ich weiß noch nicht, welche Wochen ich da nehme. Ich werde mich rechtzeitig bei euch melden, so ab Mitte August. Und dann können wir wieder individuell Termine vereinbaren, genauso wie wir das ja jetzt für Numerik 1 auch gemacht haben. Ne? Auch da gilt dasselbe wieder wie immer. Prüfung findet C180 statt, 30 Minuten mündlich. Ja, okay. Gut, ja, damit bin ich jetzt wirklich am Ende. Ja, Peter kommt auch noch nach vorne ins Rampenlicht zum Schluss. Ja, also ich bin echt froh, dass ich dein Equipment nutzen durfte. Und kein Peter Problem. War bei jeder Vorlesung dabei, hat den Kameramann gemacht. Dafür wirklich vielen lieben herzlichen Dank nochmal. Ja, du hast auch den Kameramann in Analysis. Gut, klar. Ne, aber Analysis, ne, machen wir sowieso auch zusammen. Und auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank. Und ja, euch toi toi für die Prüfungen. Wir sehen uns. Bis dann. Tschö. Tschö. Ja. Ja, prima. Super. So, durch. So, beenden.